Probierzeit. Yeah. So. Genial. Also, ich habe noch zusätzlich unter der Zucchini Tomatensaft rein. Auch sehr lecker. Dass die Zucchini so ein bisschen in Saft garen, da werden sie schneller gar und dann brauchen die nur eine halbe Stunde. Hey, heute gibt es gefüllte Zucchini. Und dafür werde ich drei so kleine Zucchini, ich habe sie schon teilweise ausgehöhlt, aber zuerst braten wir die Zwiebel an. Also eine Frühlingszwiebel verwende ich dafür. Dann kommt da natürlich Knoblauch rein, das darf nicht fehlen. Und in der Zeit, wo die Zwiebel mit dem Knoblauch dünstet, tun wir mal die Zucchini halbieren und aushöhlen. Und dann werden wir das Fleisch, das Zucchini-Fleisch klein hacken oder klein schneiden. Und das kommt auch in die Pfanne, es wird mit angebrutzelt, dass das am Wasser und Volumen verliert. So, et voilà. So. Auch hinein. Und in der Zeit, wo die Zucchini brät und an Volumen verliert, kümmern wir uns um die Füllung. Und ich tue die Zucchini schon in die Form. Versuche ich die da irgendwie, ob das da alles reinpasst? Habe ich mir wahrscheinlich zu viel vorgenommen, nicht wahr? So, so, so. Spielen wir mal eine Runde Tetris. Et voilà. Das sieht schon mal gut aus. Fein. Und hier haben wir die Füllung. Ein Ei, 60 Gramm Parmesan, Esslöffel Tomatenmark, Salz und ein Päckchen Kräuterquark. Oder ihr macht euch einfach mal aus Magerquark und Kräutern selber ein Kräuterquark. Das vermische ich jetzt. Und da rein kommt die Zucchini noch rein. Es ist nicht wirklich viel, was jetzt übrig geblieben ist, so Handvoll. Hoppala.
So, und das fülle ich jetzt da rein. Füllung ist rein. Ich habe noch vorher die Zucchini ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Käse oben drauf, ein bisschen dekoriert. Und jetzt kommt das in den Backofen. Voilà, es ist fertig. Ich habe noch ein bisschen Tomatensaft reingegossen. Dann ist es saftiger. Dazu serviere ich Bulgur in Tomatensauce gekocht. Also in Tomatensaft, weil da ist schon Salz drin und das ist gelingsicher. Einmal aufkochen, Bulgur rein, quellen lassen und fertig.